Hallo und willkommen zum neuesten Projekt. Wenn ihr eine Standbohrmaschine verwendet, werdet ihr schnell bemerken, dass die Auflagefläche sehr klein ist und es keinen Winkel zum Anlegen der Werkstücke gibt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Auflagefläche höhenverstellbar ist. Also basteln wir uns eine passende Bohrhilfe. Ihr braucht dafür eine Multiplexplatte, zwei Profilleisten sowie ein paar kleinere Schrauben. Als erstes werden die Auslassungen für die Profilleisten gefräst. Dabei müsst ihr die Höheneinstellung sehr genau vornehmen, damit die Leisten nicht versetzt zur Holzkante befestigt werden. Überprüft die Tiefe der Fräsung, indem ihr die Profilleisten vorsichtig hineindrückt. Wenn die Fräsung passt, werden die Profilleisten zugeschnitten. Entgratet die Kanten der Profilleisten, damit ihr euch nicht bei der Verwendung verletzt. Als nächstes werden in jede Profilleiste zwei Löcher gebohrt und mit einem Senker nachbearbeitet. Damit wird die später befestigte Schraube in die untere Seite der Profilleiste versenkt. Für die Befestigung der Platte auf der Auflagefläche werden vier Schrauben benötigt. Mit dem Forstnerbohrer werden etwas größere Löcher auf die Bohrlöcher aufgesetzt, damit die Befestigungsschrauben später darin versenkt werden. Mit dieser einfachen Bohrhilfe habt ihr nicht nur eine größere Auflagefläche, sondern könnt auch verschiedene Halterungen in die Profilleisten einsetzen. Lasst mir ein Like oder Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Macht's gut!